Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe One-on-One auf 1878 TV. Bei uns dabei wieder unser Trainer Mike Stewart. Wir haben ein ganz unterschiedliches Wochenende erlebt, Mike. Lass uns zuerst kurz über den Sonntag sprechen, damit wir da einen Haken dahinter machen. Wir haben uns irgendwie an den Saisonbeginn zurückerinnert gefühlt. Die Mannschaft, die viel investiert, die viel probiert. Aber es gibt diese Tage, wir hätten stundenlang weiterspielen können. Das wäre vermutlich nicht viel besser geworden. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu dem Saisonstart, unser Fokus und unsere Konzentration war viel besser. Ich hatte so ein Gefühl, dass diese 18 Stunden im Bus, wir sind rausgekommen, wir waren schlampig. Wir haben unsere Workhats nicht angehabt. Und eine Mannschaft wie Minden, das ist einfach tödlich. Die haben am Freitag verloren. Die kommen hierher mit, die waren schon ein bisschen angefressen und man hat gesehen, die haben ein bisschen gespielt. Sie haben jede Check zu Ende gefahren. So, das war unser Fehler. Wir müssen davon lernen, weil, was war das, nach 6 Minuten, wenn du 3-0 hinten liegst, das ist inakzeptabel. Und eine ganze Partie ist 6 Minuten, wenn wir vielleicht nicht ganz frisch in den Füßen sind, aber wir gescheit spielen, dann wir können dranbleiben und dann, wenn wir ein Tor schießen, dann du kriegst einen Adrenalinkick und der Zuschauer, der Fans sind mitten mit dabei im Spiel und dann, du kannst was erreichen, aber wir haben das verschlafen und du hast sehr gut gesagt, wir müssen das abhaken, wir haben das ja länger diskutiert in der Kabine und jetzt unser Fokus liegt am ersten Spiel in Schwenningen. Wie sieht man es als Trainer? 3 Siege nach der Länderspielpause, ist es dann sogar besser, man kriegt einmal richtig eine auf die Mütze, als dass so ein Spiel dann vielleicht irgendwo unglücklich verloren geht? Wie nimmt man das wahr? Du wirst es nie erleben, aber ja, es ist ein Weckruf. Hey, ich meine, wir sind nicht das russische Nationalteam. Wir können einfach aufs Eis gehen und 3 Punkte holen. Bei uns der ganze Fokus und Leistung muss zusammenpassen, sonst wir machen unser Leben brutal schwer. Aber ich erwarte, dass wir werden eine gute Reaktion am Freitag zeigen. Was man, glaube ich, auch dazu sagen muss und davon auch von unserer Seite nochmal herzliches Dankeschön. Die Mannschaft wurde trotz der hohen Niederlage sehr, sehr wohlwollend von den Fans verabschiedet. Also es ist nicht gleich in Vergessenheit geraten, was ihr euch die Wochen vorher aufgebaut habt. Lass uns zurückschauen auf den Freitag. Einmal mehr ein super Auswärtsspiel. Wie hast du den Freitag erlebt? Boah, wir haben so solide gespielt. Es war beeindruckend. Obwohl in die ersten, was waren, mit 20 Sekunden noch zu spielen, im ersten Drittel, sorry, wir haben unser erstes Gegentor kassiert, aber das hat uns nicht weg vom Bahn gebracht. Und dann im zweiten Drittel, wir haben das ganze Geschehen übernommen. Mehr oder weniger dominiert, nur in der offensiven Zone gespielt. Die haben ein paar Wechsel in unserer Zone gehabt, aber wir sind sehr gut in unserer Zone gestanden. Und über die letzte Zeit, das ist eher unser Trend, war immer unsere defensive Arbeit war viel besser. Und ich will nicht zurück auf Sonntag kommen, aber das ist genau, was das Ganze so bitter macht. Gell? Du gibst 4 Alleingänge her und das, die Belastung auf unsere Tormänner, das war viel zu groß. Aber am Freitag auf und ab als eine Einheit von der defensiven Zone in der offensiven Zone. Kaltschnauzigkeit beim Toreschießen. JD hat super gespielt. Es war eine super Teamleistung und ich glaube, wir hatten 21 blockierte Schüsse. So die Jungs, die Investment war schon riesig von den Jungs. Und und vor allem in Wolfsburg, ich glaube, das war der erste Sieg seit 2 Jahren in Wolfsburg. So, na, das war schon ein sehr guter Job von meinen Jungs. Am Freitag geht es nach Schwenningen. Wie lautet da die Marschroute? Zurück zu Panther Eishockey. Wir sagen jetzt Sonntag, das war Ausnahme. Okay, Jungs, das war ein Weckruf. Okay, wir gehen zurück an die Arbeit. Und es ist nicht leicht, dort zu gewinnen. Sogar wenn Schwenningen in der zweiten Liga war, ich habe gemerkt, dass die Zuschauer sind sehr involviert und wir müssen dieses Vorteil wegnehmen. Und schon wieder solid Panther Eishockey. Das ist genau, was wir brauchen. Das ist, was ich erwarte und ich bin mir sicher, wir können das abliefern. Ein neuer Verletzter ist leider am Wochenende dazukommen. Avidens beim Check von Steve Benizzotto relativ ungut erwischt hat. Wie geht es ihm heute? Nicht gut. Sehr cheap Hit. Sehr cheap Hit. Blindside Hit. Eine Concussion, Cut am Kopf.
es geht ihm schlecht, so, ja, nicht gut. Ich bin ein bisschen noch immer angefressen, weil, ja, ich darf nicht zu viel sagen, aber ja, das ist ein großes Loch in unserer Kader. Für Arvi, er tut die harte Arbeit, Penalty Killing, er blockiert tausende von Schüssen, sehr stabil und er hilft uns. Stamlin ist auch gesperrt für Freitag, so er ist auch noch nicht dabei. Aber für ein Spiel, wir können das schon kompensieren, aber wenn die zwei zurückkommen, ich werde mich freuen. Die ersten Prognosen bei Arvi direkt nach dem Spiel und auch gestern noch waren ja erstmal positiv. Es war die Überlegung, ob er vielleicht heute oder morgen sogar wieder aufs Eis kann. Wie siehst du da die Chancen? Ja, das war alles zu schnell. Mit Gehirnerschütterungen manchmal die Auswirkungen, du merkst die erst ein oder zwei Tage später. Und heute, es geht ihm schlechter als direkt nach dem Spiel, komischerweise. Aber wir werden ja, jeden Tag beobachten. Unser Arztteam hat alles gut im Griff und ich hoffe, dass er ja, wieder schnell gesund wird, weil, wie gesagt, er ist uns sehr wichtig. Auch von unserer Seite aus natürlich gute Besserung an Arvid Zrekis. Eine erfreulichere Nachricht, Mike Gulden steht ja, unmittelbar vor der Rückkehr. Wann kann er wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen? Es ist noch nicht Day-to-Day, aber die erste Eindruck, das er gemacht hat über den letzten, er ist am Eis seit 5 Tagen, glaube ich, ist sehr positiv. Aber wenn er 100% gesund ist, dann ich werde ihm zurück im Kader schicken. Er will morgen spielen. Das ist das Gute mit Iggy, mit alle unser Sportler. Aber es ist viel zu gefährlich. Ich werde mit unserem Arztteam das diskutieren. Und ich meine, ich will es nicht mal sagen, aber vielleicht nicht diese Woche, aber die Woche drauf. Vielleicht. Das wäre 7 Wochen seit der Verletzung. Erster Bericht von unserer Ärzte waren 8 Wochen. So, er ist schon weiter, als wir gedacht haben. Aber ich werde, ja, ich will eine gute Entscheidung für unsere Mannschaft machen und deswegen lass mir ein bisschen Zeit. Da haben wir vollstes Vertrauen. Danke, Mike. Freitag geht's dann, wie gesagt, zu den Schwenninger Wild Wings live im Webradio von Hitradio RT1. Am Sonntag sind dann die Kölner Haie zu Gast. Bis dann im Kurt-Frenzel-Stadion. Tschüss.